Hallo liebe Kreisanzeiger-Freunde. Heute ist ein Samstag, ein wunderschöner Tag. Wir stehen hier in der Autogalerie Bad Hersfeld und feiern ein Sommerfest. Das hat auch einen Grund, denn Fiat bekommt eine Schwester, die Marke Peugeot. Dies wollen wir gebührend feiern. Sie sehen hier den Peugeot 207 CC Premium 120 VTI. Dieses Auto hat eine Klimaanlage, Alufelgen mit 16 Zoll, ein vollautomatisches Stahlverdeck, verchromte Überrollbügel, ein Sicherheitspaket inklusive ESP. Dieses Auto ist bei der Autogalerie mit einer Tageszulassung aus dem Monat 06/2010 für nur 17.900 Euro zu haben. Ich bin gerade einen Fiat 500 Pop gefahren mit 69 PS. Das war ein ganz tolles Fahrgefühl. Ist ein super schönes Auto und das Design spricht ja auch für das Modell, nicht wahr? Und wie hat dir das so gefallen? War doch ein tolles Auto, oder? Hervorragendes Auto und noch eine tollere Fahrerin. Ja, das finde ich auch. Danke. Mein Name ist Silke Jung. Ich bin gemeinsam mit meiner Kollegin Elke Rode in der Buchhaltung, unterstütze sie dort bei diversen Arbeiten, mache so ein bisschen auch Springer innerhalb der Firma. Wenn vorne an der Annahme die Kollegin Urlaub hat, dann ist mein Arbeitsplatz dort. Zulassungsdienste fallen in mein Aufgabengebiet und ansonsten, ja, wo einfach jemand gebraucht wird. Ich bin von der Firma Funmobi und wir sind heute in der Autogalerie Bad Hersfeld. Mit unseren Segways bieten wir Parcoursfahren an und Touren in Nordhessen. Ich brauche den Till, ich brauche meine Glücksfee. Ist noch jemand da aus Kirchheim? Nö. Ahornweg. Ich höre. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. So schnell kommen wir zum Fernsehen. Ja, genau. Ich sitze hier in der Autogalerie Bad Hersfeld mit dem Verkaufsleiter Jörg Sangermann. Dieses Autohaus führt seit Jahren die Traditionsmarke Fiat. Heute, zum Sommerfest, wird eine neue Marke eingeführt, nämlich die Marke Peugeot. Jörg, was ändert sich oder wird besser dadurch? Länger. Also zum Ersten wird natürlich unsere Modellpalette erweitert, mehr Kombis im Programm, mehr SUVs, mehr Cabrios vor allen Dingen. Und zum Anderen erhoffen wir uns natürlich auch in der Werkstatt, im Servicebereich, einen großen Zulauf, weil viele Peugeots hier im Kreis auch rumfahren. Aber ändern tut sich für uns im Endeffekt von der Basis nicht viel, weil unsere Firmenphilosophie ist und bleibt die gleiche, dass der Service an erster Stelle steht. Und das wollen wir natürlich nun auch den Peugeot-Kunden offenbaren. Und da wird unser Team, der Autogalerie, alles für tun, um auch diese Kunden zu überzeugen. Super, ich danke dir. Und ich glaube, ich wünsche euch ganz viel Erfolg, der Kreisanzeiger natürlich auch. Und jeder Besuch lohnt sich.